Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Because Gaming is Fun und Civilization Beyond Earth. Jenseits von Erden ist auch der Sascha wieder mit dabei. Oh ja, ich schwebe in ganz anderen Hemisphären. Oh ja, das kommt bei ihm hin und wieder vor. Oh, wirklich? Und ich muss jetzt hier eine Produktion auswählen. Ich würde sagen, dann bauen wir hier doch mal ein Startzentrum. Braucht der Unterhalt Energie? Unterhalt ein Energie. Ja, ne, das ist gerade ein bisschen dämlich. Dann gib mir lieber einen Handelskonvoi. Dann ist Sapta in 19 Runden mit dem Handelslager fertig. Dann können wir die wenigstens dahin schicken. Uha. Transzendente Gleichung kann anscheinend jeder bauen, wa? Ja. Nur jeder muss ja irgendwie die Möglichkeit haben, den Sieg zu erlangen. Naja, gut, klar. So, der Handelskonvoi. Was macht denn da jetzt Sinn? Das gibt 3 Energie und 2 Wissenschaft. Das gibt 1 Energie und 3 Wissenschaften. Das gibt. Na gut, dann machen wir auch noch 1er. Und ab dafür. Wart. Nächste Runde. Ja, einen Moment. Gut. Klar. Also, wie ihr seht, ich habe hier meine 4. Stadt am Fluss gegründet. Hier haben wir eine Schwebsteinressource und vor allem 9 Xenomasse. Das ist gut. Obst, Titan und Obst haben wir hier noch. Ein bisschen Miasma, aber das ist eigentlich relativ egal. Da oben ist noch ein Alien-Nest, aber das lasse ich erst einfach mal in Frieden. Hier scheint noch ein Alien-Skelett zu liegen. Wo habe ich denn mal einen Erkunder? Lauf mal dahin. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist, aber wer weiß. Ja. Man kann es ja mal versuchen, ne? Das kann viele Runden dauern, also, Entdecken Sie das Stammsignal, ein von 2 Teilen abgeschlossen. Dafür muss ich Erkunder losschicken. Schön, dass es noch irgendwo hier auf der Map Expeditionen gibt. Not. Mein Erkunder hat noch 2 Expeditionsmodule. Ja, Module, aber auch Expeditionsstätten. Achso, ja, ich habe immer noch zwischendurch Ausgrabungen hier. Okay, ich habe die überhaupt nicht. Schweinerei. Ja doch, so hin und wieder habe ich welche. Moment mal. Also ich kann euch ja mal meine Werteverteilung zeigen. Die finde ich ganz besonders schön hier. Ich versuche hier erstmal... Wie hast du das eigentlich gemacht? Bist du da komplett irgendwo runtergegangen? Oder versuchst du erstmal oben alles fertig zu kriegen? Oder? Nö, ich bin eigentlich fast bei Wohlstand komplett runtergegangen. Achso, okay. Ach, da ist dieses Freude aus Vielfalt. Plus 1 gesetzt für alle Typen von grundlegenden Ressourcen, die du letztes Mal genommen hast. Richtig. Genali ist schon wieder gewachsen. Oh, da macht das mittlerweile mehr Sinn hier, ne? Da gibt's 1 Energie und 3 Wissenschaft. Boing, lauf mal dahin. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz. Questentscheidung. Gefällt sofort 1000 Energie und plus Training zum Produzieren. Das Ding kann ich aber noch gar nicht bauen. Zack. Schön. Was brauche ich? Oh Gott. Die wollen mich doch jetzt verarschen hier. Wollen sie? Ah, da! Okay, dahin muss ich forschen. Alles klar. Nächste Runde. Wer will dich verarschen? Für einen Sieg muss ich eine bestimmte Einheit losschicken. Und ja, die muss ich natürlich erstmal erforschen. Naja, klar. Und dann in dem da forschen, in dem Netz erstmal gucken, durch welche Forschung kriege ich denn überhaupt das Mistding. Oh, Erdöl, sehr schön. Sapta ist gewachsen, gut. Erdöl habe ich 9 Stück von. So, du kannst dich jetzt erstmal ausruhen, Kollege. Kollege Turnschuh. Kollege Turnschuh, Kollege Turnschuh. So. Ja. Machen wir noch einen Bautrupp. Wenn das hier gleich fertig ist, dann fangen die nämlich an. Ernsthaft jetzt? Gnarrrrrk. Bist du angegriffen? Nein, aber das Alien-Nest ist genau zwischen meinen 2 Städten entstanden. Aha. Lehm ist hart und ungerecht, war. Auf jeden Fall. Ich kann schon wieder einen neuen Wert entwickeln. Sehr gut. Von euch ist eigentlich stärker. Du hast 18, du hast 14. Dann kommen...
Lauf du mal da oben hin. Du lauf hier lang und du eröffne das Feuer. Otaki! Falls die jetzt auch sauer werden, ist mein Bautrupp eh tot, weil ich kann ihn nicht mehr in die Stadt schieben. Okay, alles klar. Nächste Runde. Gut, dass ich gerade schon 9 ausbilde. Aber Aliens dürften keine Erkundereinheiten angreifen. Und wie sieht's da mit... Keine Ahnung. Der Handelskonvoi ist vielleicht auch gleich tot. Oh nein, ist er nicht. Die lassen mich in Ruhe. Jawohl. Zeit für eine neue Produktion. Sehr gut. Das gibt 4 Energie und 3 Wissenschaft. Das gibt 2 und 2 und 2 und 1. Ja, dann doch nach Richport. Bauaktion. Modernisierung automatisch bauen, bitte. So, Questentscheidung. Ein Handelsweg durch Automatikfabriken oder ein Energie durch Automatikfabriken? Ja, dann Handelsweg, ne? Dann habe ich in jeder Stadt einen dritten Handelsweg. Dann kannst du ja wohl direkt mal wieder starten, wa? Jawohl. 3 Energie, 3 Wissenschaft. 3 Energie, 3 Wissenschaft. 3 Energie, 3 Wissenschaft. Ich würde sagen, das ist Jacke wie Hose, wo wir dich hinschicken. Ja, dann bau doch mal weitere Handelskonvois hier. Perfekt. Zum Angriff. Plonk. Sehr schön. Was für Stadtstärken haben deine Städte so? Meine Hauptstadt Mandira hat 68. Die andere hat 56 und 24 und 20. Aber gut, in der neuen habe ich noch nichts gebaut. Und die andere liegt so weit abseits. Wenn da Krieg ausbricht, habe ich immer noch 100 Runden Zeit, um irgendwelche Verteidigungsgebäude zu bauen. Okay. Was hast du für Stadtstärken? Ja, Hauptstadt 61, Zweitgrößte 52 und dann 44 und 40. Okay. Geheimagent identifiziert in Magan, wo dann... Oha. Ihr Schweine. Oh, das gibt 4 Energie, aber nur 1 Wissenschaft. Wie öde. Dann nehmen wir doch lieber 3 Energie und 3 Wissenschaft. Was bauen wir denn jetzt hier mal? So. Bauen wir mal. Du kannst eigentlich das da vernichten, ne? Machen wir das einfach so. Ja, komm. Und so. Nächste ganz clever. Zack. So, und damit da jetzt nie wieder ein Alien-Nest entsteht, habe ich... Obwohl, die Stadt wird sich eh gleich ausdehnen, ne? 3 Runden. Ja gut, die 3 Runden. Wird da auch nichts mehr passieren. Brauche ich nicht 100 Energie für ausgeben. Nächste Runde. Warum lachst du so? Ich lache nicht. Achso, ich dachte, du hättest gerade irgendwie so... Nö. Nee. Krischi hat schon Hallos. Ja. Alter, what the fuck geht denn hier gerade ab? Ach du Scheiße. Produktion, 2 neue Einheiten, Verbesserung, Forschung, Affinitätsfortschritt. Alter. Agenten sind fertig. Ja, sicher. Gut so. Ich habe gesehen, der Affinitäts... dieses Aufrüsten kommt dadurch, dass du in der Affinität aufsteigst. Dann kannst du auch immer Einheiten befördern. Jo. Achso, auch die... Warte mal, das ist freundlich. Ja, plus 20% Watt. Spezialfähigkeiten plus 20% Watt. Ist die Spezialfähigkeit? Naja, gut. Sascha ist wieder überfordert. Mein Tech-Jet ist jetzt eine Nadeldüse. Yay! Woohoo! So, jetzt auf jeden Fall... War das richtig? Ja, das war richtig. Moment, jetzt muss ich hier nochmal wieder eine neue Operation auswählen. Wann kriege ich denn mal einen neuen Geheimagenten wieder hier? Ich habe fast gar keine mehr. Kann ich dir so nicht sagen. Ui, der Grüne hat sich aber auch ganz schön ausgebreitet, du. Sag ich doch! Bist du auf dem Weg zu mir oder was? Nee, nee, ich habe nur da... Ui, jetzt haben wir auch ein bisschen was hier. So, du verschanzt dich. Du kannst mal nach Mandira wechseln.
Du kannst eine Expedition bauen. Dann haben wir die Terraformung entdeckt, die Stadt Sabran und drei neue Bürger. Wir müssen eine Forschung wählen. So. Plus 10 Nahrung bleibt erhalten. Warum kannst du immer so viele Expeditionen machen, ey? Bei mir sind nirgends Artefakte. Nirgends. Plus 3 Kultur, plus 1 Wissenschaft. Ja, finde ich gut. Nehmen wir Kommunikation. Und danach nehmen wir auch für 8 die künstliche Intelligenz und die Fabrikation nehmen wir auch gleich noch mit. Noch irgendwas für 8? Ja, hier. Schwammrobotik, taktische Robotik, Bionik, Biologie, alter Schwede, Organik, Kognition. Läuft. Gut, mach das erstmal. Das dauert jetzt Ewigkeiten. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Handelskonvoi. Wir brauchen... Was kannst du noch an Gebäuden bauen? Eine Klonfabrik und die nächste Runde. Aber mittlerweile sieht es bei mir von den Werten her auch besser aus. Das Einzige, was noch nicht ganz so gut aussieht, ist Gesundheit, aber das kriegen wir auch noch wieder hin. Tja. Doch, ich kann einen neuen Wert wählen. Genau. Wissenschaft gestohlen. Agent unentdeckt. Sehr schön. In Tiangong. Dann Operation zuweisen. Oh, versuch mal der Technologie zu stehlen. 41 Runden? So. Alter Schwede. Kriegen durch Geheimoperation. Stärke deine Wissenschaft. Ich hab noch einen Arsch offen. Mhm. Pff. Komm, hau raus. So, in meiner Hauptstadt kann ich jetzt erstmal 41 Runden lang nichts tun. Okay. Was baust du, Junge? Ich baue die Sinosure. Ist irgendein Wunder. Okay. Das gewährt Einheiten eine neue Veteranenstufe und gibt 7 Wissenschaft. Heieieiei. Oh ja, ich bin gerade fertig, bevor er drauf geht. Meine Güte. So, auch verschanzen. Huch, die Stadt kann auch nochmal wieder... Achso, das ist der vorherige Weg. Genau. Das mag ich halt, ne? Wegen diesem Attribut hier. Zack. Weg damit. Nächste. Oh, da scheint eine Stadt zu sein. Wenn da eine 3 steht, sind da Flugzeuge. Geheimagent befördert. Wuhu. Ist jetzt ein Spezialagent. Jawohl. Uiuiui. Junge. Oh. Dann kannst du noch nach Saira. Zack. Das ist aber doof. Der ist in 3 Runden mit seinem Handelsdings da fertig. Dann können wir da auch endlich loslegen. Dann bau doch mal die 2 Runden noch einen Bautrupp. Genau, warte mal. Eine Questentscheidung mal wieder. Okay. Alles wartet auf den Sascha, denn wie soll es anders sein? So ja, wie chill vor mal. Vielen Jahren. Junge, Weihnachten ist noch ein bisschen hin. Echt? Membereiter von Hutama. Alter, der baut auch fleißig Wunder, ey. Oh ja. Kann man das ja. Warum muss der Typ da direkt neben mir sein? Ey. Na gut, fällt, ich will den gar nicht neben mir haben. Zack. Oh! Auch nicht schlecht. So, okay, Kunden. Ich habe einen Manticore bekommen. Er kostet 10 Kampfstärke. Na gut, egal. Ich habe einen Manticore. Wer kann da schon von sich behaupten, dass er als ein Haustier Manticore hat? Oh, ist der schnell. Schafft ein ganzes Feld pro Runde. Jawohl, Junge, das ist flexible Kriegsführung hier. Auf jeden Fall. Mit Alien Nest ignoriere ich einfach geflissentlich. Da darf sich irgendeine KI drum kümmern. Schon wieder eine Quest aktualisiert. Meine Güte. Und Modernisierung bauen. Automatisch. Dafür. Bauen Sie ein Gebäude des Typs Xeno-Schutzgebiet. Das Tiefraumteleskop soll ich starten. Nee. Kann ich denn sowas bauen? Nee.
Aber ich kann ein Übertragungszentrum bauen. Das finde ich gut. Warte, 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 was? Bauen Sie ein Xenos-Schutzgebiet in Ayan? Erst Handelskonvois. So wenig, oder? Wie baue ich denn ein Xenos-Schutzgebiet? Was ist ein Xenos-Schutzgebiet? Das muss man, denke ich, mal erforschen. Weiß nicht, wo das kommt, aber es wird irgendwo kommen. Was ist das hier? Warum leuchtet das so? Gott, oh Gott, ich bin gerade voll überfordert. Was ist das? Ist das blaues Licht? Was macht es? Es leuchtet blau. Oh cool, dafür kriege ich... Moment. Ich bin gleich soweit. Jojo. Zack, kaufen wir einmal kurz... Was? Nee. Nicht so Rande. Alter! Der Typ hat da eine Stadt mit einer Stadtstärke von 81. Willst du mich verarschen? Könnte ich theoretisch auch, ich müsste nur... Hui, uiuiuiui. Technologie gestohlen. Unser Agent hat die Technologie Biosphären gestohlen. Sehr geil. Affinitätsfortschritt, Stufe 5 Reinheit. Affinitätsfortschritt, Stufe 4 Reinheit, also quasi doppelt. Bringt noch nicht so viel, aber ist schon mal nett. So, ja, dann würde ich sagen, ne? Oh. Hast du schon Artillerie? Habe ich Artillerie? Du fragst Sachen. Was habe ich hier? Da habe ich einen Kanonier, da habe ich einen Jünger. Habe ich noch einen Kanonier? Ne, ich glaube nicht. Haha. Nein. Spaß. So, Produktion ist immer gut, gerade in neuen Städten. Achso, Artillerie ist die Weiterentwicklung von Kampffahrzeug, ne? Genau. Ja, also bauen könnte ich es rein theoretisch, aber... Jawohl, Technologie stehen natürlich. Wir wollen allen Leuten aber nur Technologie stehlen. Ui. Alter Schwede hier. Einzer hat echt eine riesen Armee, also diese Elodie, aber. Er hält sich von mir fern, ich halte mich von ihm fern, weil wir stehen beide so auf unserer Grenze. Nur, dass ich fürchte, meine drei Einheiten könnten gegen seine 7, 8, 9, 10 nicht so viel ausrichten, wenn er jetzt wirklich drauf anlegen würde. Hallo? Wird das Spiel mal bitte reagieren bei mir? Jetzt. Nein, nicht jetzt. Jetzt. Gut. Ja. Ach, Energie läuft mittlerweile auch. Du hast deine Uhr im Blick? Ich hab die Uhr im Blick, sind jetzt 18 Minuten. Alles klar. Übertragungszentrum hier. Nächste Runde. 18 Minuten, 9 Sekunden, wenn du es genau wissen willst. Okay. Also langsam sehen meine Werte auch wieder besser aus. Jetzt bin ich wieder zufriedener hier. Kommt da auf uns zu. 4 Künstlerspezialisten, 5 Treffer. Okay, das ist natürlich schon mal gut. So. Zack. Das klingt auch nett. Und einen können wir noch. Einen können wir noch. Einen können wir noch. Huch, huch. Offene Grenzen beendet. Und bekomme ich die Meldung eigentlich immer zweimal? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einen Satelliten gerade abgeschossen hier. Was macht der Kunde denn da? Hast du dich ein bisschen eingeschlossen? Ja, dann verschanzt dich einfach. Den haben sie so ein bisschen in die Mangel. Mull! Wo kannst du überall hin, Kollege Turnschuh? Jetzt saug mal hier das ganze Miasma ab. 5 Energie, 5 Wissenschaft. 3 Energie, 5 Wissenschaft. 3, 3, 2 sogar nur. Ja, dann nach da natürlich. Laufen. Ach ja. Huch. Scheiße. Kann ich Sachen, die ich weggeklickt habe, nochmal lesen irgendwo? Was hast du denn weggeklickt? So eine Nachricht, die da rechts im Dropdown-Menü stand. Ich habe irgendeine Technologie gestohlen, aber ich habe nicht gelesen, welche, glaube ich. Nö, wüsste ich jetzt nicht wie. Hä? Ist doch wurscht. Ja, na gut. Nächste Runde. Und dann würde ich sagen, mit dieser Runde und dem Vollenden der Drohnensphäre von Daoming Joshua gebe ich wieder an Sascha ab.
Alles klar. Bis denn, Leute. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zur nächsten Folge, hoffentlich. Genau. Ciao. Wiedersehen.